Hallo und herzlich willkommen hier in Melbourne zum Saisonstart der 2000er Saison. Bei mir wie immer Dan, ja, sehr. Bubi und Marc. Moin moin. Yay. Und ja, wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir fangen erstmal direkt an mit der Startaufstellung. Das ist nämlich auf der Pole der Daniel. Ja. Gefolgt von mir. Dann der Bubi. Ja, ganz knapp dahinter. Genau, dann der neue Rookie, der Marc. Ich strahle vor Zufriedenheit. Dann Villeneuve noch. Auf der 5, auf der 6 David Coulthard, Mika Salo, Jorna Lazy, Jano Trulli, Alexander Wurz, Rubens Barrichello, Eddie Irvine und Michael Schumacher auf der 13. Gefolgt von Johnny Herbert, Pedro de la Rosa, Garsten Mazzacane, Ralf Schumacher auf der 7, 17, bitte. Nicht 7, Marc Gini auf der 18, Heinz-Harald Frenzen auf der 19, Pedro Dines auf der 20, Nick Heidfeld auf der 21 und Ricardo Zonta ohne Qualifying-Zeit auf der 22. Ihr seht jetzt auch nochmal die Startaufstellung eingeblendet. Nämlich da hat der Dan uns eine schöne Grafik zusammengebaut. Und dann könnt ihr nochmal die Zeiten sehen und miteinander vergleichen, wie eng es denn war. Es war relativ eng. McLaren scheint im Moment das beste Auto zu haben für das Qualifying. Wir sehen das dann auch gleich im Rennen, wie das da läuft. Und ja, gibt es noch irgendwas von euch zu sagen eigentlich für das Qualifying? Ja, also zum Qualifying jetzt nicht unbedingt. Allerdings bleibt festzuhalten, das ist hier das erste Rennen, sprich gleich der Start. Die erste Kurve wird sehr interessant. Die erste Kurve eine neuralgische Stelle. Da werden wir jetzt gleich mal drauf achten müssen, wie sich das da sortiert. Dann natürlich, die Autos sind neu. Sprich, es kann immer mal ein technischer Defekt auftreten, den man nicht unbedingt erwartet hätte. Und natürlich wird ein besonderes Augenmerk auf die diversen Neulinge liegen, wie die sich so anstellen. Da gibt es aber auch unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ein Mazzacane wird jetzt wahrscheinlich eher darauf achten, dass er bei den blauen Flaggen nicht zu sehr im Weg steht. Wohingegen, denke ich mal, ein Nick Heidfeld oder auch ein Mark Faulhaber sich schon an den Punkteregionen orientieren werden. Auch wenn das für Nick ein wenig schwer wird, denn er startet von der 21. Mal schauen, ne? Genau. Ja. Ich erinnere dich an 98, wie das hier lief. Ich weiß gar nicht. Und ja, ich denke mal, wir sind bereit, oder? Juri, bist du da? Sind alle da? Ich bin hier, ja. Okay. Und Dan, du bist auch bereit. Und ich denke mal, die Leute, die schon jetzt warten und sich einfach denken, komm schon. Ihr habt uns gestern eine Stunde zugelabert, jetzt wollen wir sehen, was wir können. Ja, die warten jetzt auch schon. Ja, gar nichts. Wir schalten einfach aus und Ende. Ja. So, mal gucken. Ja, wir gucken jetzt alle am besten nochmal die Setups an, weil das müsste sein, dass ihr hoffentlich alle die richtige Spritmenge eingestellt habt, weil sonst wird es ein kurzes Rennen. Und das hoffe ich doch, dass vor allen Dingen der Marc nochmal reinschaut, dass alles richtig eingestellt ist, auch mit den Boxenstops. Es werden auf jeden Fall zwei Stops sein. Und ja, mal gucken, wie die Fahrer damit zurechtkommen. Mal gucken, wie die anderen Fahrer, in Klammern die KI, damit zurechtkommt. Weil ich versuche ja, die KI auch als Fahrer zu bezeichnen, weil sie haben ja so gesehen auch ihre eigene Geschichte. Jedenfalls der Wurz. Und der Ralf. Und der Ralf. Und der Frenzen. Und der Schumacher. Und der Coulthard. Und der Coulthard. Der Herbert. Der De La Rosa. Der Herbert. Der De La Rosa. Der Geisterfahrer aus Manicur, ne? Ja. Ferngesteuertes Auto. Ja. Und der Wurz steht.
dabei, Boots. Ach komm schon, Boots. Es geht schon los. Ihr seht schon, es fängt schon an. Wir sind gerade mal im Warm-up und die Teile fliegen schon. Was man jetzt auch dazu sagen muss. Startbereit ist. Ja, man hofft, dass das Auto wieder startbereit ist. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber wir hoffen mal, die KI heute oder allgemein in diesem Mod besser drauf. Auch allgemein kommt besser mit den Strecken klar. Und wir sollten volle Fahrerfelder haben bis vom Start bis zum Ende. Und mal gucken, wie das so wird. Wir sehen uns gleich im Rennen. Währenddessen schauen wir uns noch Woods an, wie er sich in die Box zurückschleppt mit 280 ohne Front- und Heckflügel. Und ich hoffe, ihr macht das nicht zu Hause nach, denn das wird nicht funktionieren. Wir sehen uns gleich wieder im Rennen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Okay, bis gleich. Auf geht's in Melbourne. Alle sind bereit. Ihr kennt alles, kennt alle Fakten. Die Autos warten nur darauf, dass die Lichter ausgehen. Und ja, ihr wartet auch darauf. Wir starten können hier in Australien, hier in Melbourne. Genau. Die ersten Glück. 25 Rennen erfunden. Viel Spaß. Das erste von 12 Rennen. Viel Glück. Euch viel auch. Spaß und euch viel Erfolg. Viel Glück in der ersten Kurve. Ja. Und in den darauf folgenden. Kleinen Büro. Ja, da ist irgendwas geflogen. Oh, Villeneuve. Out of my way. Oh Mann. Wir haben hier eine kleine Kampfgruppe, nämlich Jacques Villeneuve und der Bubi. Wird es hier gerade richtig geben, aber so wie es aussieht, kann Bubi das Ganze für sich entscheiden. Ja, zumindest fürs Erste. Fürs Erste zumindest. Aber dank Villeneuve ist meine Aufhängung jetzt schon etwas verbogen. Und das gleich in der ersten Runde nicht sehr schön. Aber es ist noch alles im Bereich des Fahrbaren oder so. So, und dann haben wir jetzt die erste Runde doch tatsächlich geschafft. Ja, welch Wunder. Und wir können die erste Reihenfolge festhalten. Da hat der Marc einen Platz gegen Jacques Villeneuve verloren. Leider. Obwohl er kurzfristig bis auf 3 vorn war, zumindest habe ich das auf meinem Zettel gesehen. In der nächsten Kurve von 2 Fahrzeugen überholt. 2. Ich bin sehr weit raus und wenn sie beide da innen durchgeschlüpft. Darf er ja auch. Genauso wie Schack. Dann die Frage, wie sich das entwickelt. Vielleicht sehen wir ja eine Neuauflage von dem Duell, das Sebastian und ich mir im letzten Jahr hier geliefert haben. Für die Spannung bestimmt nicht das Verkehrteste, obwohl ich mir da doch was anderes wünsche. Ich hoffe nämlich, dass das Rennen ganz langweilig wird. Castalo hat da David Coulthard überholt. Auf Platz 6. Man sieht hier mal Putz. Schön die Reifenspuren von den Rahmenrennen. No bad feelings.
Kann halt nicht so alles so ordentlich ablaufen wie bei uns. Ja, wenn es so first step not case. Running wide. Und ja, 2000 hat man hier einen Doppelsieg gesehen von der Scuderia, nachdem beide McLaren ausgeschieden waren. Ein bisschen schade war, aber gut, war halt so. Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr nicht stimmt. Ich hoffe. Ich habe Melbourne noch gar nicht gewonnen. Wird also mal Zeit. Generell 98 und 99 waren meine Saisonstarts nicht wirklich gut. Und gerade jetzt in einer Saison, die nur 12 Rennen beinhaltet. Da zählt jeder Punkt, jedes Rennen. Also noch so einen Saisonstart wie im letzten Jahr könnte ich mir jetzt hier nicht erlauben. Natürlich auch eine physikalische Belastung für die Fahrer. Die längere Renndistanz, natürlich auch für die Nerven, wer sie länger behalten kann. Ja, und durch den zusätzlichen Boxenstopp, der auf jeden Fall kommen wird. Ja, mehr Verantwortung für Team und Fahrer. Ja, und es ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten, wie man sein Rennen gestaltet, weil bis letztes Jahr war es ja wirklich so, dass wir auf die Strecke sind, Vollgas, 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 Boxenstopp, raus und wieder Vollgas, und jetzt kann man da durchaus variieren, auch ob man die Reifen wechseln möchte bei einem Boxenstopp, um Zeit zu sparen, um sich an den Gegner vorne ranzurauben. Was mache ich denn hier? Das Gegenteil von Zeit sparen. Ich mach's spannend. Ja, ja, der darf sich auch mal einen Fehler erlauben. Das ist jetzt schon mal. Wenn man nur mit Quatschen beschäftigt ist, ne? Was mir aber auffällt, ist, dass der Bubi und der Bassi wie zum Ende 99 wieder sehr dicht zusammen sind. Dann kommt ein Bruch zu Jacques Villeneuve. Ja, von der Motorenseite her ist Supertech mittlerweile nur noch für Benetton und für Arrows zuständig. Hallo WhatsApp. Das heißt, du wirst so gesehen vom gleichen Motor gejagt. Im Prinzip ja. Vielleicht auch ein Indikator dafür, dass der Bubi zumindest bis jetzt gerade auch so nah dran war. Und Williams ja, wie gesagt, abgewandert. Vermutlich auch nicht die schlechteste Wahl. Denn diese alten Motoren werden auch nicht besser. Bei uns habt das fast so gut wie bei Sky, ihr könnt das dann aus mehreren Perspektiven betrachten. Ja, nur dass ihr die nicht frei wählen dürft. Ah, dann müssten sie bezahlen, glaube ich. Ja. Thank you.
vorderen Punkteränge ziehen sich da jetzt langsam auseinander. Mittelfeld nach vor eng zusammen. Generell die Leistungsdichte, wie schon in den vergangenen Jahren, sehr dicht. Ich denke, da wird es auch wieder Qualifikationen geben, indem man, wenn man eine Zehntel verliert, direkt 6 Plätze einbüßt. Wie wir das 0,90 ein paar Mal gesehen haben. Also ihr jetzt nicht, aber wir. Meine Güte, der Randstein ist aber auch nervig. Ja, ich hab mich auch gerade vertan. Wie immer ist ja kein ungewöhnliches Bild. Alles sehr konzentriert. Deshalb sehr ruhig. Darauf wollte ich hinaus. Und weil es das erste Rennen ist, weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, was ich erzählen soll. Wusstet ihr schon, dass wir alle gleich viele Punkte haben? Ich überrasche. Ja, der Bubi wird schon wieder giftig. Das eröffnet natürlich neue Chancen für alle Fahrer. Ja. Sogar Mazzacane hat Chancen auf den Titel. Ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung dann noch ziemlich gleich ist. Vor überhaupt Punkte vergeben wurden. Ne? Wie ungewöhnlich. Vor allem ist ganz schön oft rum da vorne. Das geht schon. Also ich kann jetzt mit meinem ersten Sinn noch nicht ganz zufrieden sein. Ich komme irgendwie nicht so richtig rein. In den Rhythmus. Und jetzt habe ich auf einmal irgendwie 3 Sekunden auf dem Basti gewonnen. Was hast du gemacht? Hängt damit zusammen, dass er sich im Kiesbett getummelt hat. Ach so, na gut. Dann sollte er auch. Haben wir ja im Training schon festgestellt, dass es darum geht, so viel wie möglich die farbigen Kiesbetten mitzunehmen. Soweit ich weiß, war rot das Kiesbett, wofür es die meisten Punkte gab. Ja. Ah, Basti hat sich leider für das Gelbe entschieden. Ja, gut, aber dadurch, so dadurch kann man aber, ne, wenn man kleine viele Punkte mitnimmt, ist es natürlich. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, das ist richtig, ne? Kann also das wollte auch ich auch gerade sagen. Oh, Jacques Villeneuve von der Box. Also, jetzt geht's die BRRs haben, ich weiß nicht, wer sich damit erinnern kann, die BRRs haben auch schon letztes Jahr die Serie der Stops eingeleitet. Waren ja oftmals mit einer anderen Strategie als die anderen Teams unterwegs, sind damit ja auch stellenweise gar nicht so schlecht gefahren. Ja, und Woods in den Punkten, genauso wie der La Rosa. Das heißt, 2 Benetton, 2 Arrows tummeln sich momentan auf den 6 begehrtesten Plätzen.
Kann gerne so bleiben, aber es ist ja momentan durchaus deswegen so, weil die ersten ja schon in die Box gegangen sind. So sieht's nämlich aus, ja. Wir haben noch ganz Wichtiges vergessen. Es gibt keine Motorprogramme diese Saison. Das heißt, niemand kann Sprit sparen. Genau. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wirklich taktisch über die Boxenstops zu agieren, ist natürlich erstmal, je nachdem, wann man seinen Stop macht. Und wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren erfahrungsgemäß gesehen, derjenige, der zuerst kommt, verliert eigentlich eher immer Zeit. Also darüber kann man natürlich taktieren, allerdings auch natürlich wie viel Benzin nehme ich mit, wechsle ich jetzt zwangsläufig die Reifen, denn wir haben da keine Pflicht, die Reifen zu wechseln. Natürlich auch immer situationsabhängig, während jetzt Wurz und Della Rosa die Box angesteuert haben. Marc Genie jetzt Fünfter. Und wir hatten auch einen Wechsel auf der zweiten Position. Aber dazu kriegen wir jetzt noch keine Schirmarme. Ah, viel Qualm vor mir, dann fuhr ich vorbei. Doch gerochen. Da trifft man sich wieder. Die ersten vier alle an der Box. Selbe Runde. Und jetzt, ab jetzt wird es dann eigentlich erst spannend. Also das war jetzt schon klar, dass das so kommen wird. Aber ab jetzt wird es dann interessant, wann kommt der zweite Stint. Fährt man jetzt wieder einen zweiten lang und kommt dann für ein kleines Splash. Nochmal rein, sprich, ich tank zwei Runden vor Schluss nochmal auf. Ja. Ich bin da direkt hinter Jacques Villeneuve wieder zurück auf die Strecke, in Position 5. Ja, und dadurch hast du ja dann Zeit auf ihn gut gemacht. Ja. Also mal wieder, ich bin so gut, ne? Meine These wurde bestätigt. Wer zuerst kommt, verliert ein bisschen Zeit. Und wie ich sehe, ist der Bubi auch ziemlich dicht am Basti. Die sagen auch mal wieder nichts. Sagen. Ja, die sind angespannt. Ja. Das hört man mal raus. Ja. So viel man hören, sagen kann. Ja. Wie Malaysia, wer es gesehen hat. Und da gab es dann auch den Wechsel. Wow. Da gab es den Wechsel. Frage ist jetzt, wer hat von den beiden den höheren Topspeed, um auf Vergangen zu überholen. Habe ich jetzt im Training nicht so drauf geachtet, aber ich glaube, der Basti hatte mal wieder den höchsten Topspeed von uns. Ich glaube, knapp 300. Weiß nur, wie schnell ich war. Jano Trulli jetzt Sechster. Die Frage, ob der jetzt schon an der Box war oder nicht. Wir haben noch einen Wechsel. Villeneuve noch Fünfter. Ja, habe ich gerade gesagt.
Echt? Das heißt schon, das ist schon eine Runde alt. Jetzt. Echt? Okay. Ja. Nämlich genau an dieser Stelle. Ah, okay. Bumi und Basti fahren da wieder privat drin. Wenn man so auf den Abstand guckt, 2/10 Sekunden, da wird es der Abstand. Und wir sind jetzt bei Halbzeit. Sehr schön. Das jetzt den ganzen Schwunz nochmal. Das war nah dran. Los geht. Und da bin ich am Ende mal Edmunds von den beiden gespannt. Solange der eine den anderen abschießt, werden sich die Diskussionen dann doch begrenzen. Ja, ich bin halt nur gespannt, wie sie das Duell gesehen haben. Da geht's ja offenbar mal wieder hoch her. Gelb. Oh. Der Herr Kunze. Hat aber nichts mit mir zu tun, möchte ich gleich mal dementieren. Das heißt, dritter Platz jetzt für mich. Bin mal gespannt, inwiefern sich der Sebastian da zurückmelden kann. Und inwiefern sein Auto da in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil für mich sah das schon nach einem größeren Abflug aus. Momentan bist du auf jeden Fall auf dem Weg, den besten Saisonstart von dem Neuling hinzulegen, den wir jetzt bisher gesehen haben, weil Bubi, Basti und ich sind alle im ersten Rennen ausgefallen. Also das habe ich jetzt mal nicht ersten vor. Rennen. Aber ich denke, das hattet ihr auch nicht vor damals. Nee, das war nicht der Plan. Ja, nicht, nee. Bin auch bis heute noch dem Michael Schumacher sehr verbunden, dass er mir dazu verholfen hat. Also yeah. Ich fahr jetzt einfach mal. Naja, Nutulli jetzt Vierter, dafür wurde es jetzt als Sechster in den Punkten für Benetton, allerdings noch kein Trost wahrscheinlich. Hier ist Gelb an der Stelle. Ja. Reifen. Wo? Ich hab jetzt gerade keinen Reifen irgendwo gesehen. Vor mir ist Qualm. Achso, das muss ich aufpassen. Da komme ich jetzt okay. Nämlich hin. Ja, Auto kaputt. Ich bin bei der Kurve, wo der
Nee, da ist der Bube nicht. Der Dan, bist du da? Nee, auch nicht. Die schnelle rechts, ich bin da an die Wand. Rechts rein und dann links in die Wand. Und dann war Ende. Also der erste Nuller schon am Anfang. Also es hört einfach nicht auf. Tut mir leid, denn der Kampf war eigentlich sehr... Puh. Ja, dann habe ich mir angefangen Gedanken zu machen und dann war Ende. Schade. Ja, durchaus schade, denn der Speed war ja im Großen und Ganzen schon vorhanden. Also da hat Benetton auch als Team im Gegensatz zum letzten Jahr deutlich einen Schritt nach vorne gemacht. Mal wenn man jetzt sieht, dass auch der Wurz eine gute Leistung bringt. Wo steht er denn momentan? Sechster ist der. Kannst du mal kurz gucken, was sie wohl der Kult hat, fährt? Auf der 10. Der La Rosa. Auf der 9. Dein Teamkollege ist besser als meiner Wubi. Ja. The Joke. Dafür bist du leider besser als ich im Moment. Ja, das ist mir auch dann noch deutlich lieber. Wie wär's, wenn ihr euch zwei vorne jetzt mal ein bisschen rauft und euch gegenseitig abräumt? Ich müsste total lange auf den Bubi warten. Ich könnte sagen, das ist ein 10 Sekunden Unterschied. Frenzen, dann ist das eher an der Box. Frenzen da. Oder an der Box. Das würde mir nämlich unglaublich in die Karten spielen. Ach nein, ehrlich? Sag mir sowas. Pass du mal lieber auf, dass der Trolli dich nicht holt. Da kommt der Frenzen aus der Box, okay. Ja, Bubi, dein alter Teamkollege, ne? Und mein alter Teamkollege. Bei ihm hört's nicht auf. Hoffentlich holt der Wurz Punkte. Kann sich auch das Auto verlassen ein wenig. Ja, denn zumindest bei dir lief das Auto, ja. Bei ihm ja eigentlich auch. Okay. Joalesi ist momentan der Letzte, wenn ich das richtig sehe. Neue schnellste Runde vom Herr Schröer. Was wäre auch anders zu erwarten gewesen? Wobei die Runde ziemlich langsam ist. Sagt der zweifache Weltmeister. Ich habe auch in diesem Rennen eigentlich nur Druck von mir selber gehabt, weil ich den ersten Sinn total verhauen habe. Ich glaube, mit der Situation kennst du dich aus, oder? Ja, ich mach's mir ja gerne ein bisschen schwerer, als es ist. Tolli an der Box. Michael Schumacher hat sich in die Punkte verirrt. Von dem Ferrari haben wir an diesem Wochenende eh ziemlich wenig gesehen. Dabei war die Scuderia so zuversichtlich, dass sie sagt. Ich glaube daran, dass gerade Villeneuve und Trulli an der Box sind. Ja. Mika Salo auch und Eddie Irvine auch. Wow, ganz schön viel an der Box jetzt. Ja, der Besuch muss jetzt in den nächsten zwei, drei Runden wieder losgehen. Fertig. Jetzt habe ich auch wieder Worte gefunden, weil ich ein bisschen genervt war jetzt schon wieder davon, dass ich abgeflogen bin. Es ist nur das erste Rennen. Es gibt aber auch nur 12. Ja, du hast recht, es wird schon spannender dieses Jahr. Und der Dan jetzt an der Box. Diese Saison. Na komm, nimm mich auch an. Der Dan an der Box? Der Ruby. Oh, fast den. Ruby kommt jetzt auch. Da sehen wir uns nochmal kurz, können wir so mal kurz abklatschen, aber... High five, Ruby. Das wird es dann auch gewesen sein für das Rennen, denke ich. An sich zwischen uns beiden. Dann auf dem Treppchen hoffentlich wieder.
Hoffentlich. Ich hoffe auch. Und diesmal kein David Coulthard, der mich hier umdreht. Was mich ja im letzten Jahr hier den Sieg gekostet hat. Ja, und der mag jetzt auch an der Box. Also waren wir... Was hier, auf welcher Strategie warst du? Wärst du jetzt auch gekommen? Ich glaube ja, die oder die nächste. Also doch sehr ähnlicher Gedanken. Und Woods auch an der Box. Woods auf Platz 3 im Moment. Oh. De La Rosa auf Platz 3 bei mir. Coulthard 4. Ja, jetzt kommen ja auch die ganzen Leute vorbei. Jetzt kommt der Rest hoher Betrieb an der Boxengasse. Ich habe 4 Sekunden durch den Boxenstopp auf dich gewonnen. Echt? Also ich habe noch 16 Sekunden so wie vor dem Boxenstopp. Nee, da waren es bei mir 20. Ich hatte die ganze Zeit 16 auf dich. Jetzt gucken wir uns mal an. Okay. Haben die alle Augen jetzt auf den Rookie. Wenn das jetzt so weitergeht, dann sollte Marc Genet jetzt noch gleich zur Box kommen. Coulthard auch an die Box fahren, der sich gerade gedreht hat. An dieser Kurve, an der ich mich auch gedreht habe und der Dan sich auch einmal gedreht hat. Diese Kurve scheint was drin zu haben. Ja, der Randstein ist... Der Randstein scheint ziemlich böse zu sein. Ja, ja. Wenn man den zu hart attackiert, dann ist... Der Rosa auf der 3. Oh, 2 Arrows. Das wäre natürlich super klasse. Aber ich glaube, De La Rosa war auch noch nicht an der Box. Ich glaube auch, dass der noch an der Box muss, leider. Das sind nur 10 Sekunden Vorsprung auf den Mark. Könnte eng werden. Könnte eng werden? Das wird überhaupt nicht eng, das verrückt sich der Mark zweimal. Ja, stimmt schon, aber die Frage ist denn, wo der... Der müsste dann theoretisch, ja, mal gucken, wo er rauskommt, weil er ist ja der Erste an der Box. Könnte als Vierter rauskommen oder vielleicht sogar als Fünfter. Und jetzt hat er sogar noch fast den Pit-Entry. Bauen, genau wie der Bubi. Genet kommt jetzt rein, Coulthard kommt rein und Faulhaber nimmt die Chance. Ich glaube aber, ich habe mich etwas verplant. Das wäre natürlich jetzt schade. Ja. De La Rosa an der Box. Jan Trulli übernimmt den vierten Platz. De La Rosa. Woods übernimmt die 5. Die 6 auf Schumacher. Das heißt, Michael oder Ralf? Ja, Schumacher, Ralf. Michael. Michael. Ja, du müsstest noch um die 50 Liter jetzt haben, um es zu schaffen. 47. Mit 5 Runden. Es wird eng. Es könnte auch Schuss in den Ofen werden. Muss jetzt wirklich der neue Williams-Pilot. Short Shift. Every corner, every lap. Also Betrieb nochmal am Williams-Kommandostand. Ja, man sieht die Rechner. Ja. Aber trotzdem bisher doch wirklich eine großartige Leistung. So gut war noch kein Neuling. Damit schließe ich uns drei ein. Ich bin auch sehr zufrieden mit mir bisher. Nur werde ich jetzt auch gerne aufs Podium fahren. Da liegt ein Heckflügel. Ich konnte jetzt nicht genau erkennen, welche Farbgebung es war. Also aus dem Gefühl würde ich sagen, BAR ist momentan nur ein Heckflügel unterwegs. Wo liegt er? Da in dieser Pseudo-Haarnadel. Dritte Kurve. Nein, das ist Ralf. Ja, oder ein Williams, genau. Entweder ein BAR oder ein Williams. Wow. Und der Verursacher dafür ist wahrscheinlich Coulthard. Und der hat kein Frontflügel mehr. Ja, ja, David, du bist auch so ein kleiner Melbourne-Spezialist. Oh, noch viel schlimmer ist es, De La Rosa hat auch keinen Heckflügel mehr. Oh, jetzt, wo du das gerade gesagt hast, mir fällt gerade ein, dass 2000 Jos Verstappen und Pedro De La Rosa relativ zu Beginn des Rennens böse kollidiert sind. Also in der Realität jetzt, ne? Versteht sich von selbst. Das heißt, ein kleines witziges Phänomen, nämlich alle Teamkollegen, die gut unterwegs waren, haben es irgendwie sich jetzt verhauen. Der Wurz ist nach wie vor auf der 5, aber der kann ja wieder einen Motor schauen. Ja, da hab ich es auch verhauen. Nächstes Mal. Ja. Also das eigentlich. Das heißt, der Wurz muss es jetzt retten und irgendwie scheint der Jano Trulli die Ehre des Jordan zu retten. Ja. Denn der Frenzen ist alles andere als gut dabei. Ja. Er ist nämlich auf der 16. Genau, wen 100, den habe ich ja auch schon zu. Am Ende des ersten Stints überrundet. Gut gemacht, Heinz Harald. Ja, good job, mate. Was geht also weiter? Ja, jetzt überrunde ich Schumacher und De La Rosa an der Box. Also, die sind an der Box. Ja.
Und David Coulthard ist da schon wieder draußen. Ich sehe ihn da hinten verschwinden. Sollte eigentlich reichen für dich, dass du den nicht mehr holen musst, ne? Ich hoff's. Ja, ich hoff's auch für dich. Melbourne ist ja echt so eine come Strecke, du kannst on, hier nicht wirklich, nicht wirklich überholen. Oh, jetzt kommt's. Denk dran, die KI macht, kennt keine blauen Flaggen. War so nebenbei, oder? Ja, mein Teamkollege blockiert mich gerade. Ja, vielleicht ist es vielleicht ne? sinnvoll, sogar jetzt an deiner Stelle Spiel zu sparen. Nicht dahinter zu bleiben, weil... Nee, kann er sich nicht erlauben. Der Trulli ist nur 2 Sekunden dahinter. Achso. Ja, wollte gerade sagen, der sitzt ziemlich im Nacken. Der sitzt im Nacken, ja, ich sehe es jetzt. Ich hoffe, dass mein Sprit reicht, weil auf meiner Anzeige steht nur noch 2 Runden für meinen Sprit. Und das sollte nicht... Du solltest... Da sollten 3 oder 4 stehen. Naja, die R-Faktor-Berechnung ist da nicht so präzise. Wie viele Liter sind das, sagen wir es mal so? Genau, das ist die interessante Frage. 25. Das reicht nicht, du solltest dann in die Box nicht. Gehen. Ja. Ja, ich komme jetzt rein. Nicht. Kann nicht du, reichen. Du kannst den 6. Platz retten. Fuck. Ja, da muss er dann doch Lehrgeld zahlen, aber trotzdem. Ja, aber diesen Fehler hat jeder Fahrer immer gemacht. Ja, ja, den hab ich in Imola begangen. Imola ist ja so gesehen unsere... Sieht das ein bisschen anders aus. Hä? Da hab ich... In der Vollkalkulation sieht es so aus, als würde es genau reichen. Ja, darauf darfst du dich echt nicht verlassen. Ja, das merke ich jetzt. Vor allem, wenn man mit diesem Multiplikator fährt, dann kannst du dich echt nicht darauf verlassen. Dann musst du dich auf die Telemetriewerte verlassen oder du zählst, so wie es der Bubi macht. Ja. Jetzt Boxenstopp bei Mark. Trulli profitiert davon. Trulli profitiert. Große Aufregung jetzt an der Box von Jordan, genau wie an der Box von Benetton. Und Schumacher wird auch noch... Oh... Ja, ich hoffe, da gibt es jetzt eine kleine Kollision. Marc auf der 6, Villeneuve jetzt auch vorbei. Marc steht immer noch und jetzt kommen Alesi und Ricardo Zonta. Die come kommen on. Auch noch vorbei. Ja, jetzt kommt noch Irvine. Wie viel hast du denn mitgenommen? Er hat 20 Liter zu wenig gehabt. Ja, aber ich hätte wirklich nur das, was ich brauche und keine Reifen wechseln. Hätte eigentlich dann so in 5-6 Sekunden realisiert werden können. Aber war der zweite Fehler. Jetzt gucken wir uns an, ob er denn den 9. Platz nach Hause fahren kann. Oh, und das ist die Abflug fuck. Von Marc. Frontflügel verloren. Und mir scheint auch irgendwas an der Aufhängung hinten kaputt gegangen zu sein. Scheinbar ein Platter hinten rechts. Irgendwas raucht da gewaltig. Ist vielleicht über ein Trümmerteil gefahren? Naja, das war der Einschlag, schätze ich mal. Ja, und er blockiert hinten vorne rechts auf jeden Fall. Also ja, jetzt ist die Frage... Welchen Platz kann ich noch retten, oder kann ich überhaupt was retten? Ich denke, die Punkte sind eher aus der Reichweite, aber... Die Frage ist, auf welchem Platz wirst du ankommen? Vorne rechts, das Rad... Hängt in der Luft. Ich habe da keinen Bodenkontakt mehr und daher wenig Grip. Kann der Flash auch gleich sehen. Hier auf der Radkamera. Ja, das Rad bleibt stehen. Das muss er vielleicht den Dinos einfach durchlassen, weil es keinen Sinn hat. Muss ich. Ich kann nicht anders. Das ist hier gelb im 3. Sektor, vermutlich durch dich ausgelöst. Folge auch deiner Spur. Und Marc fährt weiter. Das ist natürlich jetzt untypisch. Natürlich auch dann gucken, wie das mit der Sicherheit denn ist. Ja. Ob das denn sicher ist, den weiterfahren zu lassen. Natürlich ohne Frontflügel ist ziemlich gefährlich. Dafür wird man eigentlich disqualifiziert, weil das so gefährlich ist. Jean Lesi kommt hier gerade aus der Box raus und one lap to go jetzt. Das sieht so aus, als wenn der Marc abstellt. Ja, hat ja keinen Sinn. Das ist der Lesi. Ah, fuck. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Aber so fast die alle nach dem ersten Rennen gefühlt, insofern reißt du dich dann nahtlos, glaube ich, an uns alle ein, oder? Ja, da muss ich war so kurz davor, den Band zu durchbrechen. Ja, erstens das und zweitens sah es so verdammt gut aus, vor allem fürs erste Rennen. Und auf einer Strecke, wo ich eigentlich gesagt habe, da rechne ich mit weniger. Alesi im Kies, oh. In der Wand. Oh, oh, oh. Wie sieht's denn mit Ralf aus? Halt. Verdammt, Axt, ey, was mach ich denn jetzt hier? Oh, war Schumacher auf 20.
Ja, du musst ihn eigentlich nicht überholen, denn Bubi hat genug Abstand. Oder du überholst ihn und riskierst alles. Ja, riskier alles, bloß überhol. Das macht er jetzt auch gerade. Und es hat funktioniert. Ich gehe ein Risiko nur dann ein, wenn ich weiß, dass ich es auch schaffe. Und dann ist es kein Risiko mehr. Sehr intelligent. Ne? Oh, du erstmal ins Ziel. Auch dich verschont es nicht. Ja, ein ziemlicher Ereignis reiches Rennen, würde ich sagen. Ein ziemlich bescheidenes Rennen. Ja, denn der Dan beendet jetzt den großen Preis von Australien auf dem Podest zum ersten Saisonsieg 2000. Ah, guys. Aber man darf schon nicht vergessen, dass der... The trophy you wanted. Der Bubi, den zweiten Platz. Good job, team. Good job. The car was very well. Thank you. Aber die größte Überraschung? Die größte Überraschung ist wohl Jano Trulli im Jordan. Vor allem, weil da alle gedacht haben, nachdem auch der Bubi das Team verlassen hat, dass das Team den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung nicht wird halten können. Jetzt wird er Dritter. Ja, aber auch eine weitere Überraschung ist, nämlich Alexander Wurz auf der 4. Pedro de la Rosa hat sich gerade seinen Frontflügel an mir abgefahren. Gefolgt von Michael Schumacher auf der 5 und auf der 6 kommt jetzt Jacques Villeneuve, an der noch gefolgt wird im Formationsflug von seinem Teamkollege Ricardo Zonta. Von ganz hinten. Die Plätze 6 und 7 abschließen. Ja, und Zonta von der 22 gestartet, also ein schönes Rennen gefahren. Gefolgt von Eddie Irvine, dann Marc Genet, dahinter Mazzacane, dann Herbert Denise. Kommt dahinter, dann Nick Heidfeld von der 21 auf die 13. Heinz-Harald Frentzen beendet sein erstes Rennen auf der 14 und hat anscheinend keine Scham, irgendwas dazu beizutragen, außer sich fast noch zu drehen. Alesi rettet das Auto vielleicht noch mit Front- und Heckflügelverlust und fährt jetzt doch in die Box. Das macht aber auch Mika Salo witzigerweise. Sind die etwa schon durch? Ein paar habe ich überholt, glaube ich, weiß ich nicht. Nee, die sind alle durch. Okay, ich dachte jetzt schon. Das heißt, auf der 16 Mika Salo, gefolgt von David Coulthard, auf der 17. 18. wird Pedro de la Rosa. Ja, 19. wird Ralf. Und auf der 20 der Marc. Ich auf der 21 und der 22. ist der Rubens Barrichello, der sich da noch einen kleinen Unfall mit mir eingehandelt hatte. Weil da mein Auto unkontrolliert wieder auf die Strecke kam und dann leider ausgeschieden ist. Der Bubi macht noch Burnouts für die Zuschauer. Ja, war schon immer der Liebling der Fans. Gibt sich da auch sehr viel Mühe. Auch beim Autogramm unterschreiben ist er immer einer der sehr viel länger anwesend. Einer der ersten und sehr viel länger anwesend als zum Beispiel der Herr Schröer. Na, leben wir allein. Der auch nur mit Stempeln unterschreibt. Ja. So, dann lass mich das hier noch eben aufschreiben und dann können wir in die ausführliche Nachberichterstattung. Jetzt wird dann auch der Bubi gebeten, sein Auto in die Box zu fahren. Ja, immerhin gibt es ein Protokoll, an das man sich halten muss. Du musst zur Siegerehrung, Bubi. Achso, kein Problem. Kriegen wir auch noch hin. Nein, Bubi. Ich habe 30 Liter, kein Problem. Ich fahre das ein bisschen. Podest ist ja, auf der anderen Seite. Das Podest ist auf der anderen Seite des Paddocks. Ja, also, das war das erste Rennen. Wen fange ich dann an? Ich glaube, wir fangen am besten mal mit dem Marc an. Nein, wir fangen mit dem Marc an. Ah, gut. Ja, deine Einschätzung, wie siehst du dein Rennen? Es sah ja echt sehr lange sehr, sehr gut aus. Ja, es sah sehr, sehr lange sehr, sehr gut aus, bis ich dann den Fehler bei der Vorkalkulation bemerkt habe. Mit dem Sprit und dank des Multiplikators zu wenig mitgenommen habe. Na gut, es war mein erstes Rennen, es hat passieren können. Der Unfall des Sebastian hat mir
durchaus in die Karten gespielt, muss ich so sagen. Ich hätte auf das Treppchen gehen können, aber ich denke, mein erstes Rennen, dritter Platz bis kurz vor Schluss. Dann natürlich der Unfall, was nicht zufriedenstellend ist für mich. Das werde ich auch in Zukunft anders machen. Vor allem mit dem Sprit, der ja eigentlich der Verursacher des Ganzen war. Und dann hoffe ich, dass ich den nächsten Rennen dort fortsetzen kann, wo ich jetzt aufgehört habe, leider. Und zwar aufs Podium zu fahren. Und mein Ziel war eigentlich, in die Punkte zu fahren. Und man hat gesehen, dass das Podium möglich war. Auch wenn es nur durch den Ausfall von dem Sebastian war. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, bis auf den Ausfall. Und ich freue mich auf die nächsten Rennen. Ja, was, wie hat sich denn der Williams jetzt so im Rennen gemacht? Sprich, wie war die Balance? Wie hat der Speed gepasst? Du warst ja da lange im Clinch mit Jacques Villeneuve. Ja, Jacques war sehr schnell, ist auch sehr gut gefahren. Und aber ich muss auch sagen, großes Kompliment an mein Team. Haben mir echt von Anfang an ein sehr gutes Auto hingestellt. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das Auto verhält sich super, sowohl mit vollem als auch mit leerem Tank. Und selbst dann noch, wenn die Reifen nachlassen. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf die nächsten Rennen und auf die Entwicklung, die jetzt folgt. Und ich bin optimistisch. Ja, gut, Bubi. Zweiter Platz für dich im ersten Rennen für Arrows. Wie hast du dein Rennen gesehen? Ja, erstmal, also habe ich ja schon vorm Rennen gesagt, das Auto fuhr sich über den Winter schon sehr gut. Wir haben viel dran gearbeitet. Jetzt denke ich, haben wir uns die Bestätigung abgeholt, dass das Auto durchaus schnell sein kann. Am Anfang, ja, der Kampf von Basti war dadurch verschuldet, dass der Boxenstopp sehr, sehr lange gedauert hat. Deswegen kam er wieder vorbei. War ein sehr schöner Kampf. Ein bisschen schade dafür, Basti, dass er dann so abgeflogen ist. Aber dieser Kampf hat mich natürlich auch so viel Zeit gekostet, dass ich nicht irgendeine Chance gehabt hätte, wieder noch auf dich aufzuschließen. Du warst dann einfach schon viel zu weit weg. Und insofern war mir dann klar, ich muss gucken, dass ich die 6 Punkte irgendwie nach Hause hole. Hab dann auch gemerkt, dass ich das gleiche Problem hatte wie der Marc, nämlich, dass die Spritberechnung nicht hingehauen hat. Weswegen ich dann zur Sicherheit statt nur 75 Liter im letzten Stint einfach den Tank nochmal schnell voll gemacht habe, weil ich während des Rennens nicht anfangen wollte zu rechnen. und somit es dann doch noch über die Distanz geschafft habe. Und ja, ich denke, man kann sehr zufrieden sein. Wir haben jetzt die 6 Punkte. Du hast erstmal nur 4 Punkte Vorsprung. Mal schauen, ob wir das noch ändern können. Oder wieder ändern können. Und insofern denke ich, kann ich sehr zufrieden sein, die Punkte so nach Hause geholt zu haben. Ja, aber es war auf jeden Fall ein guter Einstand jetzt bei deinem neuen Team. Eine Frage, die ich da im Vorbericht unterschlagen habe. Wie lange wird denn voraussichtlich diese Beziehung mit Arrows andauern? Unterschrieben habe ich jetzt erstmal einen 2-Jahres-Vertrag, also bis Ende 2001. Und ja, dann muss man mal weitersehen. Ja, gut. Basti, du hast ja irgendwie das Pech aus dem letzten Jahr mitgenommen, sag ich mal. Ja, ich hab's leider wie irgendwie. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, natürlich ist sie sehr hoch, denn man hat lange sich auf das erste Rennen vorbereitet und man hat auch das Auto darauf gut abgestimmt gehabt, dass es auf jeden Fall läuft. Man hat ja gesehen, beim Boots lief es ganz gut. Bei mir lief es ja auch relativ gut. Ich glaube, ich hätte den Bubi wahrscheinlich auch noch, wenn ich ihn weiter unter Druck gesetzt hätte, später dann vielleicht noch bekommen. Es wäre auf jeden Fall eng geworden am Ende. Es wäre dann auf den letzten Boxenstopp rausgelaufen. Und wie ich ja gerade vom Bubi gehört hatte, dass er da noch Spritprobleme hatte, hätte das natürlich mir in die Karten gespielt, dass er dann einen längeren Boxenstopp gehabt hätte als ich. Also mal gucken. Man weiß es nicht, man wird es nie rausfinden. Aber ich glaube, ein Podium wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ob es nun der zweite oder dritte Platz wäre, war mir dann relativ egal, denn man muss halt gucken, wie man mit dem neuen Team ankommt. Im nächsten Jahr sind wir in Brasilien. Im nächsten Jahr. Das nächste Rennen ist in Brasilien, soweit ich weiß, richtig? Ja. Und die Strecke liegt mir eindeutig ein wenig mehr als Melbourne. Und der Witz war halt, dass ich mir die ganze Zeit gedacht hatte, irgendwann rammst du diese eine Wand. Weil ich die Kurve immer etwas schärfer genommen habe, aber auch in dieser Kurve halt meistens immer auf Hubi aufgeholt habe. Und genau in dem Augenblick, wo ich mir das einmal dann gedacht habe, dass ich diese Wand bestimmt gleich berühre, habe ich dann auch mit dem rechten Reifen die Wand berührt und bin dann natürlich folglich nach links abgeflogen in die Wand. Was dann daraus zog, dass meine rechte Radaufhängung auch beschädigt war,
dann durch den anderen Einschlag mein Frontflügel weg war und der Heckflügel natürlich sich auch direkt verabschiedet hat und dazu noch die linke rechte, die linke hintere Radaufhängung auch noch einen Schlag bekommen hat. Ich habe es dann noch versucht in die Box zu bringen und versuchen zu reparieren, aber als ich dann gesehen habe, dass ich eigentlich gar nichts daraus retten könnte, beziehungsweise gar nicht aufholen könnte, habe ich dann mein Auto dann abgestellt. Vor allen Dingen, weil dann noch dadurch, dass mein Auto dann auf dem Gras weggerutscht ist, mir der Barrichello noch mal hinten reingefahren ist, was dann noch mein Auto ein bisschen mehr beschädigt hat und ihn natürlich aus dem Rennen geworfen hat. Aber ich habe da schon mit dem Barrichello gesprochen, während ihr euch mit dem Champagner vollgegossen habt und dass das alles okay ist und er hat auch unbeschadet den Unfall überstanden. Ist halt mit dem Schrecken davon gekommen und wir starten dann im Interlagos wieder voll durch. Und ich freue mich für Alexander Wurz, dass der Punkte geholt hat, denn er freut sich auch darüber, dass jetzt die E-Punkte endlich mal möglich waren. Und ja. Ja, wie beurteilst du deine Rennpace? Sah ja auch recht lange eigentlich recht gut aus. Die war eigentlich akzeptabel, also ich war zufrieden. Ich hatte mein Auto mich so eingestellt, psychisch, dass ich halt eher auf den Bubi aufpasste, weil ich wusste, dass du halt im Qualifying eine halbe Sekunde schneller warst und im Rennen meistens noch ein bisschen genauer bist. Hab mich dann zwar am Anfang über die Fehler gefreut, die hätte du gemacht hast. Hätte ich mich an auch gefreut. Hab mir auch gedacht, okay, wenn er denn noch ein, zwei weitermacht, dann ist da noch eine Chance. Aber als ich dann ein, zwei Fehler gemacht habe und du keinen gemacht hast, also keinen so gesehen zurückgeworfen hast, habe ich dann gesehen, dass der Bubi dann auch langsam kam. Das war dann auch ein schöner Kampf. Ich habe mich dann ein wenig daran erinnert, wie es dann in 99 mit dir und mir war, weil es lief fast ungefähr genauso ab. Es gab schöne, enge Kämpfe. Ich habe da den Bubi bei einer Boxenausfahrt leicht in der ersten Kurve links ins Gras reingedrängt. Da wollte ich mich nochmal für entschuldigen, weil das habe ich erst zu spät gesehen. Habe ich aber auch die Tür wieder aufgemacht. Aber da auch nichts von dem Bubi in dem Augenblick kam, dachte ich mir, dass er es okay fand, auch wenn es ein bisschen härter war, aber das passiert halt auch mal. Ist ja halt die Königsklasse und da muss man dann halt auch mal damit rechnen, dass der andere die Tür halt auch mal zuschlägt, wohl wortwörtlich. Aber sonst war, glaube ich, der Kampf ganz fair und eng auf jeden Fall, denn der Bubi meinte ja einmal, habt ihr mitbekommen, dass es einmal eng war und da bin ich dann halt, sag ich mal, mit der Nase in seiner Gearbox gewesen. Wir haben uns nicht berührt. Und es lief ganz fair ab. Und ja, freue mich fürs Team, dass die da Punkte geholt haben. Natürlich durch Marc, der da sich mit dem Sprit verkalkuliert hat. Aber jeder Rookie macht mal den Fehler. Ich hätte eher gedacht, dass das vielleicht wieder aus Spaß in Imola passiert. Weil da ist es uns ja letzt immer passiert, eigentlich in Imola, dass der Tankrüssel nicht drauf war oder beziehungsweise einfach kein Sprit fließen wollte. Denn es ist ja dem Dan bei unserem Saisonstart 98 passiert und mir dann 99. Und ich dachte mir, dass es sich jetzt vielleicht fortsetzt. Gleich passiert es ja dem Bubi, weil Imola scheint ja für uns immer eine witzige Strecke zu sein, wo immer ziemlich viel schief geht oder auch ziemlich viel Gutes passiert. Geprägt ist es ja 98 von dem Chaosrennen, wo alles durcheinander geworfen wurde. Und 99 war es ja relativ auch ein Chaos. Aber mal gucken, wie es dieses Jahr läuft. Und Interlagos ist ja immer ein schönes Rennen. Ich freue mich auch darüber, dass eigentlich relativ viele Autos angekommen sind. Was ich wieder witzig finde, ist, dass alle Teamkollegen außer der Wurz sich verabschiedet haben nach hinten. Das ist natürlich auch gut, aber es hätte natürlich besser laufen können. Wäre ich auf Platz 3 angekommen, hätten der Wurz und ich natürlich die meisten Punkte für unser Team geholt. Und da ja keiner von euren Teamkollegen in den Punkten war, wäre das ein schöner erster Aufschrei gewesen vom letzten Jahr für Benetton. Und ja, man kann ja das Geld gut gebrauchen nach diesen 12 Rennen. Jetzt merke ich schon, dass der schon durchschnäuft, als ich nie wieder aufhöre zu reden. Aber ja, es gehört ja auch dazu. Mal. Na, das war wegen meinem Rennergebnis. Was ich auch noch mal sagen wollte, kurz zu dem Abdringen. Da du bei mir nichts zerstört hast und ich gesehen habe, du hast einfach zu viel beschleunigt, du musstest so weit raus, war das in dem Moment okay. Ich glaube, ich hätte das gesagt, wenn du mein Auto wirklich erwischt hättest. Insofern, der kleine Kratzer da war jetzt nicht wirklich schlimm, das passiert halt. Ich meine, wir fahren hier immer die schnellsten Autos durch, das dürfen wir nicht vergessen. Und der Marc ärgert sich noch ein bisschen im Hintergrund. Insofern war es völlig okay und es war spannend und es hat ganz viel Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen schade, dass du abgeflogen bist und es wäre sehr spannend geworden um den zweiten Platz. Auf jeden Fall, es wäre unglaublich eng geworden da vorne. Insofern könnt ihr euch darauf freuen, das wird wahrscheinlich in Interlagos ähnlich laufen. Dass es sehr, sehr eng wird und sehr, sehr spannend.
Ja, davon sollte, glaube ich, die ganze Saison geprägt sein. Dan. Ja? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Denn du hast eigentlich ja relativ kontrolliert da vorne. Und ja, ich bin mit meinem ersten Stint aber überhaupt nicht zufrieden. Ich habe viele Flüchtigkeitsfehler gemacht. Da merkt man, dass noch so ein bisschen Rost von den, ja, was waren es jetzt, 4-5 Wochen, wo man nicht unter den Bedingungen gefahren ist, der erst noch ein bisschen abgeschüttelt werden muss. Ansonsten, ja, wie du gesagt hast, das Rennen lief eigentlich sehr kontrolliert. Aber ich war auch, als du mir da die eine Sekunde durch meine Fehler bedingt hinten dran geklebt, das war ich jetzt auch nicht übermäßig besorgt, dass da jetzt was kommen könnte. Insofern war das eigentlich recht langweilig, so wie ich mir das gewünscht habe. Es kann so weitergehen. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsspruch. Das habe ich, glaube ich, 99 nach jedem Sieg gesagt. Und ja, ich habe Australien endlich gewonnen. Yippie-yay, Schweinebacke. eins der Rennen, das ich noch nicht gewonnen hatte, und Brasilien und San Marino, soweit ich weiß, auch nicht. Und England auch nicht. Spanien auch nicht. Also das, da kommen jetzt, vier Rennen, die ich alle noch nicht gewonnen habe, wo ich hoch motiviert bin, die zu gewinnen. Das Auto ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung. McLaren hat das umgesetzt, was ich wollte. Das Auto fährt sich so. Ja, bei David müssen wir schauen. Der hatte offenbar mal wieder ein bisschen Pech, denn der Speed hat bei ihm eigentlich auch gestimmt. Wie das Rennen jetzt an sich gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich habe außer mir und meinen drei Hintermännern beim Boxenstopp halt nicht viel von dem Rennen gesehen. Ja, wir führen beide Wertungen an, so wie sich das gehört. Jetzt sind es noch 11 Rennen. Ich bin guter Dinge. Schauen wir mal, was so kommt. Genau. Noch aber den WM-Stand, wir, oder? Genau, was wir vergessen haben. Nämlich, jetzt kommt der WM-Stand. Das ist ja alles noch recht überschaubar. Hält sich ja noch an das Rennergebnis. 10-6, 4-3, 2-1 steht's für mich, den Bubi, den Trulli, den Wurz, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve. Noch gar nicht im Ziel waren halt der Marc, der Basti und der Barrichello. Insofern bilden die den Kaffeesatz des der Tabelle. Und bei den Konstrukteuren führt. Sehr charmant ausgedrückt, danke. Führt McLaren vor Arrows, Jordan auf Platz 3, Benetton, Ferrari und BAR. Und was ich sehr interessant finde, viele Teams, die ja, im letzten Jahr sehr durchwachsene Saison hatten, finden sich auf einmal wieder oben. Da ganz besonders Benetton ist da vermutlich als erstes zu nennen. Ferrari muss arbeiten. Und ja, Arrows kann, glaube ich, zufrieden sein mit dem Fahrer-Line-Up, das sie jetzt haben. Und Jordan scheint ja mit, zumindest mit Jarno Trulli, keinen ganz so schlechten Griff getan zu haben. Da muss man schauen, wie er sich auch entwickelt jetzt in dem Jordan. Ja. Einzelwelt Frenzen leider nach wie vor, wie letztes Jahr. Ich habe ja Kritik geübt, weswegen ich ja gehen durfte. Einzelwelt Frenzen. Ja, nach wie vor nicht so weit vorne mit dabei, und man sieht auch hier wieder, der Jordan kann vorne mitfahren, Heinz-Harald Frenzen scheint so hart es klingt. Vor allen Dingen scheint, und dann war der Ton weg, und da dann, wie es klingt. Ja, was denkt ihr denn, wie läuft denn jetzt Brasilien? So eine kleine Voraussicht kann ja mal gewagt werden, wer traut sich. Und wir werden sehen, wer am besten mit der Strecke zurechtkommt. Natürlich was komplett anderes als Melbourne. Und es wird auf jeden Fall spannend. In Brasilien gibt es auf jeden Fall mehr Überholmöglichkeiten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und Brasilien ist ja auch das letzte Rennen, das du gewonnen hast, ne? ja. Aber da werden wir sehen, wie das denn läuft. Ich bin da jetzt nicht fixiert darauf, da einen Sieg zu holen. Punkte reichen mir schon, und wenn der Wurz dann auch noch gute Punkte macht, dann ist es nämlich auch gut. Denn wenn ich und der Wurz konstant Punkte holen und du immer nur Erster wirst und dann der Coulthard aber keinen Bock hat, dann wird es eng mit der Konstrukteursweltmeisterschaft. Auch wenn es dann trotzdem, geht, ne? Ja, 120 Punkte im Gegensatz zu die ganze Zeit 6 oder unter andere 4 oder so, dann ja. Keine Ahnung, mal gucken. Wird man dann ja sehen. Auch ein Dan macht Fehler, da bin ich ganz überzeugt. Und ja, hab ja heute auch schon wieder ein paar gemacht. Vielleicht ja. Macht er einen in Brasilien. Also
Hoffen wir es mal. Gibt ja, auf jeden Fall. Gibt ja eine spezielle Kurve, ne, die mir ganz besonders gut liegt. Brasilien auf jeden Fall von der Streckencharakteristik ein ganz, ganz anderes Pflaster und somit wird da vielleicht auch nochmal das Kartendeck hier so ein bisschen neu gemischt Südamerika. Ja. Ich würde sagen, wir haben euch genug erzählt, oder? Ja, oder Marc, möchtest du nochmal sagen, wie enttäuscht du bist? Danke. Oder vielleicht was Positives. Dann deine emotionale Aufbauhilfe sehr gebrauchen. Vielleicht was Positives und Aufbau, das kannst du ja nochmal sagen. Also, ich bin optimistisch für Brasilien. Also ich denke, dass da mindestens die Punkte schon drin sind, weil ich habe heute gesehen, dass das Auto sehr zuverlässig ist und Brasilien liegt mir persönlich gesagt auch etwas besser als Melbourne, wenn ich mich da nicht wieder mit Sprit verkalkuliere. Du solltest dir mal halt einfach einen Taschenrechner hinlegen. Dürfte das Ganze eigentlich schon ziemlich gut werden. Mal sehen, wie die Entwicklung jetzt vorangeht und ich freue mich. Ich glaube, da steht deine Freunde, der von uns, nichts nach. Genau. Wird witzig. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ne? Wir sehen uns in Interlagos wieder in Brasilien und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt lang genug auf dieses erste Rennen gewartet. Ich denke mal, es hat viele Überraschungen gegeben und auch viele Fehler und auch, ja. Man wird sehen, wie es weitergeht. Wir sehen uns in Brasilien wieder. Bis dahin, goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Haut rein.